das beste Baby- und Kindernahrung der Welt. Das ist Zedernüsse, das sind Zedernmilch, ja. Ja, mein Baby seit 6. Monat bekommt Muttermilch und Zedernussmilch. Genial, diese Zedernüsse aus Taiga, die sind so reif und so vollkommen und so harmonisch ausgeglichen von allen Vitamine, Minerale, Mikroelemente, dass das Kind wächst und man sieht, es tut das gut. Meine Tochter trinkt aus Flasche, aus Glasflasche. Ich gebe nicht im Holzlöffel ihr Zedernussöl. Sie nimmt und einfach zwei, drei Schlücke macht nach ihrer Intuition und sie liebt beispielsweise Zedernussöl oder rein oder mit Harz oder auch mit Sandor. Die macht das sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, das Beste wirklich Babynahrung, das Zedernussmilch. Und das ganz einfach zu machen, Handvoll von Nüsse, also so ungefähr, wenn du Mixer voll bedeckst, die Messer mit dem Nüsse und dann den Rest nimmst du an Wasser, ein Liter ungefähr. Und das war's dann schon. Mixest du das und das hast du Nahrung. Und das schnelleste, perfekteste Nahrung gibt's nicht. Und das muss man immer frisch zubereiten, weil es gibt also zum Abend ist es komplett kaputt. Also umgekippt ist kaputt nicht, aber es beginnt sich gären. Also geht kaputt, auf jeden Fall sage ich so. Und wenn jedes Kind bekommt 100 Gramm Zedernüsse am Tag, wachsen seine Knochen viel besser. Gehirn, Haut, weil da sind so viele Mikroelemente. Das ist Lebensmittel, welche gibt alle Mikro- und Makroelemente, Vitamine. Ja, mehr brauchen unsere Kinder nicht. Die brauchen dann natürlich Liebe, Freude, Sonne, Bewegung und natürlich nach Saison diese ganzen Wildkräuter, Gemüse, Obst. Und jederzeit kann man auch solche Produkte wie Zedernuss und Zedernussöl für unsere Kinder geben. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen alles Gute. Ciao.